Moin, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. So, was machen wir jetzt? Wir quaken mit Sunifa. Sunifa. Sunifa? Wie heißt sie denn? Egal. Auf jeden Fall werden wir jetzt zu ihr hin und mit ihr quatschen. Keine Ahnung, was sie will. Ach nee, sie will ja nichts. Wir wollen was von ihr. Irgendwas wollte Eva jetzt mit ihr bequatschen. Ich glaube, wegen dem Jarl. Wer der Nächste sein wird, vielleicht. Ob sie eine Ahnung hat. Wir schauen einfach mal. Glaub, ist sie da oben? Och, bitte. Warum müssen die eigentlich immer alle so Odin zielt? Oder Odin schilft. Schwillt. Ich habe ihn auf Hügel gedacht. Das ist mehr nur ein Gemicht. Okay, ist klar. Ah, da ist er. Okay, los. Hast du mit der Seherin gesprochen? Und wurden deine Fragen beantwortet? Einige Fragen, ja. Auf andere muss ich selbst eine Antwort finden. Denkst du, dass es einen Platz für Vili in unserer Siedlung gibt? Er äußerte den Wunsch, mit uns zu leben und zu arbeiten. Wird er nicht der Jarl dieses Schiers sein, bevor der Tag endet? Das wird sich noch zeigen. Einige wollen lieber Tryggvi an der Spitze sehen. Eivor! Tryggvi hat nicht die Absicht zu führen. Er fühlt sich verpflichtet, seinem Herrn in den Tod zu folgen. Auf keinen Fall. Mein Vater würde solch eine Dummheit nie erlauben. Wie sonst soll ich meinen Jarl ehren in meinem Alter? Das sind nicht mehr meine Lande. Die Zukunft gehört dir, Vili. Das Feuer dieses Scheiterhaufens wird für meinen Vater brennen. Ich verbiete dir, ihm zu folgen. Ich werde nicht zulassen, dass du dich opferst. Verbietest du es mir als Freund, Vili, oder als unser neuer Jarl? Als ein Mann, der will, dass du wieder zu Sinnen kommst. Vili, Tryggvi. Ein jeder steht in einem Fußstapfen Hemings. Doch keiner der beiden will sich auf seinen Weg begeben. Braucht die Welt solch nutzlose, fackelnde Männer? Warum erhebst du nicht Anspruch? Nimmst diesen Schier an dich. Das steht mir nicht zu. Dort, wo du dich bettest, jeder Hügel, den du besteigst, alles Silber, das du an dich nimmst, steht dir zu. Schränke dich nicht aus Nettigkeit ein. Snotinger Hamshir verdient einen Anführer, zu dem es aufschaut, dem das Volk vertrauen kann. Die meisten lieben Vili und er liebt sie, doch ihm fehlt der Führungswille. Er könnte es lernen, aber will er das? Und Tryggvi, standhaft und weise und dem Vermächtnis Jarl Hemings treu ergeben. Beinahe zu sehr. Doch er ist alt und seine Lebenslust hat ihn verlassen. Das beflügelt keinen. Das darfst du nicht! Ich erlaube es nicht! Ich bitte dich nicht um Erlaubnis, nur um deine Vergebung. Götter! Eivor, tu was gegen den Todeswunsch dieses Narren! Dies ist keine kleine Entscheidung, Tryggvi. Und sie hat einen hohen Preis. Der Schier wird ohne dich ärmer sein. Aber ich habe niemanden mehr. Der Sinn meines Lebens liegt tot auf diesem Scheiterhaufen. Das stimmt nicht. Wenn die Menschen Rat bei meinem Vater suchten, an wen sahen sie ihn sich wenden? Jarl Heming war mein Fels. Ja, ich beriet ihn. Aber er fällte die schwierigen Entscheidungen. Wenn Heming hier wäre, würde er dich nicht auffordern, deine Weisheit zum Wohle aller einzusetzen? Und war es dein Schwur, Jarl Heming bis in den Tod zu dienen oder seinem Vermächtnis im Leben? Ich bleibe. Du besitzt Weisheit, Eivor. Mehr, als ich gedacht hätte.
Ja. Geh nur los. Eivor. Sunifa. Im Dickicht wurden lauernde Pikten entdeckt. Vili jagt ihnen nach. Dieser Arschling. Er hätte mich erst wecken sollen. Zeig mir, wohin er lief. Lass uns die anderen holen. Da draußen wimmelt es von Pikten. Die Edellinge sind zu betrunken, um zu kämpfen. Das gäbe ein Gemetzel auf beiden Seiten. Das weißt du am besten, Drenger. Pass nur auf dich auf, ja? Sein Zorn hat ihn verzehrt, Eivor. Diese ganze Wut, ja. Die Traurigkeit. Sie haben Form angenommen. Stark Arsch konnte seine Gefühle nie im Zaum halten. Es musste so kommen. Ich hätte wachsamer sein müssen. Mach dir keine Vorwürfe, Drenger. Er konnte sich stets darauf verlassen, dass ich auf ihn aufpasse. Als Kind und auch jetzt. Wenn es diese Raserei braucht, um ihn von seiner Krankheit zu heilen, dann sei es so. Ich werde dafür sorgen, dass er sich dabei nicht selbst verletzt. Odin sei Dank, dass das mächtige Wolfsmal sein Schatten ist. Wir kümmern uns um unsere Familie, Sunifa. Ohne zu fragen. Ich hätte dasselbe für dich getan. Für jeden aus dem Rabenclan. Das wissen wir, Drenger. Deshalb haben wir dir die Treue geschworen. Ja. Hier, Eivor. Hier hat Vili die Ermordung des Speers mit angesehen und ist dem Feind gefolgt. Ich eile zurück nach Helmtorp und sorge dafür, dass unsere Raben wachsam bleiben. Kehre du sicher zu uns zurück, Drenger. Versuche ich. Okay. Ist er hier irgendwo in der Mine drin oder was? Was siehst du da oben, Sönen? Okay, da wollen wir doch hin. Dann Attacke. Hier sollte ich vorsichtig sein. Sperrgebiet. Okay. Dann mal gucken, wie... Oh. Ja. Großes Sperrgebiet. Direkt mal auf die Fresse gehauen. Was jetzt? Zu der ist das gar nicht. Okay. So, kommt her, ihr dämlichen Pikten. Und aufs Fressbrett ohne Ende hier. Aber hier. Er ist... Erledigt. Oh, da vorne ist ja noch was. Hä? So, wo geht's hier hin? Oh, das sieht aber schick aus hier. Aha. Bin da ein Schlüssel für das Truhenschloss. Okay. Naja, irgendwo wird es ja schon sein. Hoffentlich erinnere ich mich noch hier dran, wenn es gleich wieder zurückgeht. So. Ah, da vorne ist richtig Rambazamba. Dann wollen wir dem Willi mal helfen. Du kommst wie gerufen. Was, Macbeth? Junge. Hoppala. Der schleicht sich so von hinten einfach an. Hau ab. Hoppala. Der Falsche gewesen. Ah ja. Komm mal her, Freundchen. Numero uno. Und... Halt die Klappe, Freundchen. Okay. Ihr wagt es, diese Zeit der Trauer zu stören? Hör auf, okay. Vili. Sie sind fort. Es ist vollbracht. Da muss ich nur noch gucken. Ach, ich habe Hähne mit mehr Kampfgeist gesehen. Ich auch. Seltsame Weise. Was höre ich? Ist es der Donner?
Nein. Da bestimmt noch mehr von denen. Mögest du in Valhas entschritte? Wir müssen uns zurückziehen. Folge mir. Aber nein, will ich noch nicht. Warte noch. Ich will... Lass mich noch. Warte. Hier irgendwo einen Schlüssel. Da hätten sie welche. Oh, warum sind welche? Oh. Wow, ich sehe nichts mehr. Lass das mal sein. So. Jetzt lass mich mal kurz hier rein. Ich will mal gucken, ob ich jetzt den Schlüssel habe. Mach mal keinen Stress jetzt. Jetzt wartest du mal. Ah, da drüben ist Willi. Immer noch nicht den Schlüssel. Der Fluch der Axt. Ja, sucht ihr mich noch? Hier bin ich, Mädels. Kuckuck. Ah, da einer hat den Schlüssel. Hey, hey, hey. Okay. Was? Hä? Wo sitzt ihr denn hin? Hey, ihr zwei kleinen Ratten. Ach. Aber. Ah. Okay. Das ist nicht du, Bastard. Aber. Jetzt hör mal auf damit. Böse, böse. Moment hier mal. Nee, das ist nur Tragen. Hab ich jetzt den Schlüssel? Ich hoffe doch. Heil. Da ist... Hä? Moment hier mal. Da drinnen irgendwo der Schlüssel? Was war das denn? Ach, herrje. Und ich dachte, die Pfeifen da vorne haben den Schlüssel. Dafür habe ich das jetzt ehrlich gemacht. Dafür. Traurig, traurig. So, ich muss jetzt fix zu Willi. Bei dem geht nämlich richtig die Luzi ab. Okay, hier rum. Ach ja. Willi, warte noch. Immer mit der Ruhe. Alles gut? Komm. Hoppala. Da sitze. Gehst du weg? So. Au, ab. So, weiter geht's hier. Da hinten ist noch so einer. Also auch noch einer? Bleib stehen, Freundchen. Okay, erledigt. So. Wo ist der andere Typ? Da. Bleib stehen, Alter. Der Alte? Keine Ahnung, wer oder was du jetzt warst. Ein Angriffsplan. Deine Hilfe bei der Entführung von Hemtorps Bewohnern hat wertvolles Wissen für kommende Schlachten und Belagerungen gebracht. Karl Heming hat noch keinen Verdacht geschöpft, doch wir müssen vorsichtig sein. Sieh zu, was du sonst herausfinden kannst, auf dass wir uns beide am Untergang dieser Eindringlinge freuen können. Aber wer war das?
So, ich muss jetzt erstmal. Die bleibt bei mir. Wo geht's lang? Till? Warte kurz. Hier ist noch etwas. Da will ich mal reingucken. So viel Zeit muss sein. Bleib in der Nähe. Bin doch in der Nähe. Das ist der Pfeil, okay. Ich dachte schon, ich brenne jetzt schon wieder hier. So, irgendwo hier ist doch bestimmt ein Büchlein. Man hört das ja eigentlich schon. Ach komm schon. Dein Ernst. Aha. Hä? Bin ich denn? Rüber. Dankeschön. Und jetzt dahin. Hä? Hast du mich verkaspert? Also ein neuer Versuch. Ab hier hoch. So. Was soll das? Evo, hör auf, hier so Blödsinn zu machen die ganze Zeit. Okay. Aha. Okay, wo kommt was? Ah, da oben. Okay, Giftpulverfalle. Na gut. Ich muss die Waffenkammer noch bauen. Tada. Ja. Ja. Jetzt komme ich. Oder auch nicht. Was war denn das für eine Aktion, Evo? Du hast ja voll einen auf sterbenden Schwan gemacht gerade. Ah. Ähnlich weit weg. Aber ich habe noch ein paar Sachen zu erledigen gehabt, Freundchen. Oh, lass mich doch durch. Na los. Ich hab's voll. Das Ding haben wir gelesen. Bewegung. Ja, bleib doch nicht stehen. Weg in der Odin-Mine. Ach, hier geht's schon wieder weiter. Da. Ich hab eine Blume bekommen. Das ist ja eine ganz liebe gewesen. Ich nehme den Aufzug, okay? Wenn es dich nicht stört. Kindestagen, wenn wir in Schwierigkeiten gerieten und davon kamen. Spar dir deine honigsüßen Worte, bis wir hier rausgekommen sind, Stockarsch. Damnort! Autsch. So nicht, Freund der Sonne. So nicht. Okay, wo ist er denn schon wieder hin? In der Nähe. Ich möchte kämpfen. Ja, ich möchte nicht nur spazieren gehen. Wenn, dann will ich auch was tun. Hä? Armer Geier. So, jetzt beweg dich mal. Wir haben nicht so viel Zeit hier, Freundchen.
Wo will der denn schon wieder hin? Laufen wir jetzt zurück in die Mine oder was ist kaputt? Und ins Erdloch. Okay. Ich muss kurz zu Atem kommen. Ja, mach das. Ah, bei Thors Donnerhammer. Da rauscht das Blut gleich schneller. Wild und tollkühn. Wie unsere ersten gemeinsamen Schlachten. Weißt du noch? Die Insel nördlich von Stavanger. Ja. Kjötvi der Grausame bildete dort seine Berserker aus. Tölpelhafte Dummköpfe mit Schaum vor dem Mund. Wir verspotteten sie von den Baumwipfeln. Und der Betrunkene, weißt du noch? Suchte uns nackt wie der junge Morgen und fror sich dabei den Schwanz ab. Dann fing er an, eine Schneewehe zu besteigen. Warst du froh, von mir zu hören? Ich hatte mich schon gefragt, was du so treibst. Aber ich lächelte, als ich deinen Namen hörte. Und ich fragte mich, ob du wie dein Vater wärst und den Clan inzwischen anführtest. Nun hast du deine Antwort. Eher wäre ich wie ein Troll und überließe den Clan dir. So geht das aber nicht. Als mein Vater zum Jarl ernannt wurde, gab es niemanden, der ihm half. Und er hatte trotzdem Erfolg. Doch ich bin nicht mein Vater. Ich will nur umherstreifen. Glaubst du, Sleipnir wäre zufrieden, in einem Stall angebunden zu sein? Egal, wie prächtig dieser auch ist? Hey, was soll das denn? Du hast Freunde, Willi. Und was ist mit Rückweh? Und mir? Und deinem Clan? Natürlich. Das weiß ich. Du kannst nicht ewig umherstreichen. Vergiss das nicht. Du bist von Menschen umgeben, die dich lieben. Und das wird sich nicht ändern, sofern du sie nicht alle wegdrängst. Ich verstehe die Wahrheit deiner Worte. Trollgesichtiger Stockarsch. Ein Hühnertrauger? Ist das denn möglich? Es scheint nämlich nicht möglich. Fusel auch. Mit Feuer getränktes Wasser. Ich lüge nicht. Abgesehen vom Tod deines Vaters, war es schön hier, Willi. Lustig sogar. Fragst du dich manchmal, was vielleicht passiert wäre, wenn uns das Meer nicht so früh in unserem Leben getrennt hätte? Welche Abenteuer wir gehabt hätten. Die Raubzüge, die Schlachten, der Ruhm. Ich denke sogar daran, was wir füreinander hätten sein können. Nee, komm. Oh, Controller aus. Nein, ich denke nie so an unsere Vergangenheit. Das würde mir den Wind aus den Segeln nehmen. Und ich mag es stürmisch. Ich werde mich hinlegen. Langer Tag morgen. Gehst du jetzt? Oh, mir geht so viel im Kopf rum, dass ich nicht schlafen konnte. Die Beerdigung, die Tane. Ich sollte zurück. Ich verstehe. Wir sehen uns dort. Willi ist bereits weg. Vermutlich, um sich auf die Beerdigung vorzubereiten. Hoffen wir das doch. Gut, meine Freunde. Das war's dann. Ja, in der nächsten Folge schauen wir mal, ob Willi sich jetzt für seinen Clan entscheidet.
oder für uns, dass er mit uns mitkommt und bei uns lebt. Wir werden es sehen. Ich wünsche euch was, meine Freunde. Genießt alles, was ihr habt. Und wenn es euch gefallen hat, wäre ich sehr froh darüber, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut.